Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Quiz Duell. Nach einer längeren Zeitpause geht es jetzt wieder weiter mit Quiz Duell. Und heute spiele ich gegen Max TK 1992. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch schon starten mit der ersten Runde und wir dürfen die Kategorie auswählen. Wir haben zur Auswahl Wunder der Technik, Medien, Unterhaltung und Computerspiele. Da würde ich Medien und Unterhaltung nehmen. Erste Frage: Wer hat nie die ARD-Quiz-Sendung Einer wird gewinnen moderiert? Hans-Joachim Kulenkampff, Wim Tölke, Jörg Kachelmann oder Jörg Pilawa? Da kann ich eigentlich nur raten. Und es war Wim Tölke. Wie alt wurde der Showmaster Rudi Carrell? 78, 86, 92 oder 71? Ich vermute 86. Nur 71, okay. Letzte Frage in der ersten Runde. Welchen Platz belegte die deutsche Sängerin Michelle beim Eurovision Song Contest 2001 mit ihrem Land Wer Liebe liebt? Platz 16, Platz 1, Platz 25, Platz 8. Ich glaube, es war Platz 8. Das ist richtig. Erste Runde vorbei. Eine Frage richtig von 3. Das ist eigentlich ein normaler Wert bei mir. Dann würde ich sagen, warte jetzt, bis Max gespielt hat und dann geht's weiter. Weiter geht's gegen Max TK 1992 mit Runde 2 Comics und ich liege 1 zu 3 hinten, also läuft bisher noch nicht so. Mal schauen, was ich in Comics so richtig beantworten kann. Vor wem beschützt Snoopy in seiner Fantasie als englisches Fliegerass des Ersten Weltkriegs die Welt? Dem Roten Baron, das ist richtig. Wie heißt der Besitzer dieses Hundes? Tim, Asterix, Lucky Luke oder Charlie Brown? Ich tippe auf Charlie Brown, das ist ebenfalls richtig. Wie lautet Captain Americas eigentlicher Name? Peter Parker, Nick Fury, Steve Rogers oder Bruce Wayne? Ich tippe auf Peter Parker und Steve Rogers wäre richtig gewesen. Und ich bin tatsächlich wieder rangekommen auf einen Punkt Rückstand. Am besten geht's gleich so weiter. Nämlich jetzt Runde 3. Ich darf die Kategorie auswählen. Bücher und Wörter, Musik und Hits oder die 2000er. Dann nehme ich die 2000er. Wie lautet der Name des isländischen Vulkans, der mit seinem Ausbruch im Jahr 2010 Chaos im Luftverkehr verursachte? Okay, die Namen kann ich hier alle nicht aussprechen. Ich rate, das war falsch. Der VfL Wolfsburg wird deutscher Fußballmeister und das Gebäude des historischen Archivs der Stadt Köln steht an welchem Jahr? Das war 2009, wo Wolfsburg Meister geworden ist. In welcher Stadt fanden 2011 diese Demonstrationen statt? Jerusalem, Kiew, Istanbul oder Kairo? War das nicht in Istanbul? Nein, in Kairo. Somit steht es jetzt 4 zu 4, aber ich habe auch schon eine Runde mehr gespielt. Also nach 3 Runden bin ich ganz knapp mit 4 zu 5 hinten, aber das heißt natürlich noch gar nichts. Jetzt geht es weiter mit Runde 4, Zeugen der Zeit. Wer war Hypatia von Alexandria, römische Märtyrerin, spätantike Philosophin, griechische Adelige oder ägyptische Göttin? Immer griechische Adeln tippen, das war falsch. Was machte August der Starke, um König von Polen werden zu können? Er konvertierte zum Katholismus, er lernte Polnisch, er zahlte 10.000 Gulden, er eroberte Warschau. Ich glaube, er ging tatsächlich zum Katholismus und das ist richtig. In welchem ägyptischen Ort fand eine bedeutende Schlacht im Wüstenkrieg zwischen den Alliierten und den Achsenmächten im Jahr 1942 statt. Da kann ich nur raten, das war falsch. Somit steht also noch 4 Runden 5 zu 5. Und es ist jetzt alles wieder offen. Also die letzten zwei Runden können hier schon entscheiden. Und wir hätten zur Auswahl Kinofilme, draußen im Grünen und Essen und Trinken. Dann nehmen wir natürlich draußen im Grünen. Welcher Name gehört nicht zu einem Schmetterling?
Dukanfalter, Ohanschenfalter, kleiner Eisvogel oder großer Fuchs? Boah, da muss ich schnell überlegen. Ich glaube, kleiner Eisvogel. Nee, Ohanschenfalter wäre ich die gewesen. Welche zwei Farben kennzeichnen die Blaumeise hauptsächlich? Blau und schwarz, blau und rot, blau und gelb oder blau und weiß? Blau und gelb. Das ist richtig. Wie heißt dieses Tier? Hammerhai, Flachhai, Walhai oder Leopardhai? Ich glaube, das ist ein Hammerhai. Das ist ein Walhai. Und somit steht es 6 zu 5. Es ist auf jeden Fall noch ziemlich spannend und auch ziemlich ausgeglichen noch. Also es kann noch theoretisch jeder gewinnen. Aber es kann auch noch ein Unentschieden geben. Also es wird sich wahrscheinlich erst in Runde 6 entscheiden. Wie schon gesagt, fällt die Entscheidung tatsächlich in der letzten Runde. Es steht 6 zu 6. Wir haben beide noch Macht und Geld zu spielen. Dann würde ich sagen, starten wir. Welche EU-Institution hat ihren Sitz in Straßburg? EU-Ministerrat, EU-Kommission, EU-Parlament oder Europäische Zentralbank? Boah, wer war das? War das die Kommission? Nein, das war das Parlament. Okay, wo befindet sich der Hauptsitz der Coca-Cola Company? Los Angeles, Boston, Atlanta oder New York? Es müsste in Atlanta sein, das ist richtig. Welche Behörde ist kein deutscher Nachrichtendienst? BVF, BND, MAD oder CFIT? Das glaube ich nicht, CFIT. Und das ist richtig. Somit gewinne ich also gegen Max TK 1992 mit 8 zu 6. Die letzte Runde hat es entschieden. Nach der ersten Runde sah es gar nicht gut aus, so lange ernst zu halten, aber dann konnte ich jetzt das Spiel noch knapp gewinnen. Ich werde jetzt in Zukunft ein bisschen öfters mal Quizduell bringen, vielleicht jede Woche mal ein Video vom Quizduell mal schauen. Wenn ihr auf jeden Fall gegen mich spielen wollt in Quizduell, könnt ihr mich auf jeden Fall gerne herausfordern und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Also bis dann und ciao.